Eine neue Sprache. Nun haben wir uns kennengelernt und von unseren neuen Bekannten verabschiedet. Wenden wir uns neuen sprachlichen Hürden zu. Nicht immer werden wir auf Anhieb verstanden oder verstehen alles. Vielleicht gibt es noch eine andere gemeinsame Sprache? In diesem Fall können wir Folgendes sagen. Man beginnt den Satz mit Sprechen Sie. あなたは話しますか? Sprechen Sie Englisch, Französisch? 英語 Franzgo. 英語, Franzgo. Spanisch, Deutsch. Spaingo, Deutschgo. Spaingo, Deutschgo. Italienisch, Arabisch. Italiago, Arabiago. Italiago, Arabiago. Kann jemand für uns übersetzen? Das klingt wie ein Hilferuf, aber manchmal muss man einfach jemanden mit einer gemeinsamen Sprache finden. Hierzu kann man hilfestellend sagen, spricht hier jemand? 誰かを話す人はいますか? 誰かを話す人はいますか? Sie haben nicht alles verstanden? Bei diesem Satz wird man mehr Rücksicht auf Sie nehmen. Ich verstehe nur ein bisschen. 私は少しわかります。私は少しわかります。 Schämen Sie sich nicht, um Folgendes zu bitten. Sprechen Sie bitte etwas langsamer. もっとゆっくり話してください。もっとゆっくり話してください。 Was sagte dieser Mann dort? Was steht auf diesem Schild? Kannst du mir das übersetzen? これを翻訳してもらえますか? Sie können genau sagen, was Sie nicht verstanden haben. Ein Wort, einen Satz, ein Zeichen. Tango, 文章, 表示. Tango, 文章, 表示. Moment, Moment. Kannst du das wiederholen? もう一度繰り返してください. もう一度繰り返してください. Wenn man etwas nicht versteht, ist es keine Schande, nachzufragen. Was hat er, sie gesagt? 彼, 彼女は何て言いましたか? 彼, 彼女は何て言いましたか? Ich dachte schon, ich beherrsche die Sprache, bis ich merkte, dass keiner meinen Akzent versteht. In diesem Falle fragt man, spreche ich das richtig aus? 私のこの発音は正しいですか? 私のこの発音は正しいですか? Und zu guter Letzt, verstehen Sie mich? 私が理解できますか? 私が理解できますか? Ich bin stolz, wenn die Antwort lautet, ich habe alles verstanden. 私は全部理解できました。私は全部理解できました。 Und schwer enttäuscht, wenn es heißt, ich habe nichts verstanden. 私は何一つ理解できませんでした。私は何一つ理解できませんでした。 Manchmal ist es leichter, sich einen Namen oder eine Adresse aufschreiben zu lassen.
Schreib das bitte auf. 書いてくれますか?書いてくれますか?Bei einem Telefongespräch, mit dem wir uns gleich näher befassen werden, kann man auch bitten, kannst du das bitte buchstabieren? Tsuzuri o oshiete kuremasu ka? Tsuzuri o oshiete kuremasu ka? Und um alle zu beruhigen, lassen wir sie dann gleich wissen, jetzt habe ich verstanden. Ima rikai shimashita. Ima rikai shimashita.